Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde auf der Insel von Nex in Legend of Grimrock 2. Es ist krappe Nacht und wir wollen zurück zum Fluss. Also zu diesem Gebiet hier, was wir als letztes entdeckt haben. Denn da gibt es noch sehr, sehr viel zu sehen. Und ja, wir hätten hier immer noch dieses Rätsel. Wenn das überhaupt ein Rätsel ist. Okay. Erst einmal wieder zurück zum Fluss finden. Und uns dabei nicht so sehr verlaufen, was ich gerade schon wieder tue. Und gleichzeitig hoffen, dass noch keine Endspawns sind. Auf die habe ich nämlich jetzt noch gar keine Lust. Aber scheint gut auszusehen. So, wir wollen erstmal einfach hier durch. Und da geht es weiter zu dem Fluss. So, ich höre schon wieder die garstige Falle. Und da ist auf jeden Fall eine riesige Festung auf der anderen Seite der kaputten Brücke. Und ich nehme auch mal an, dass wir dorthin müssen. Dort wäre die Leiter nach unten. Die wollte ich eigentlich nicht nach unten steigen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Gucken wir mal kurz. Also, wir kommen von Westen. Da drüben steht, glaube ich, ein... Ist das ein Wächter? Das könnte ein Wächter sein, da... Oder einfach nur ein Gestrüpp. Es bewegt sich auf jeden Fall. Ein bisschen. Oder ich bilde mir das nur ein. Wie auch immer. Also westlich liegt der Twigwood Forest. Da kommen wir ja her. Südlich liegt der Kelbreach Bog. In die Richtung können wir allerdings nicht. Und nördlich liegt die Sleet Island. Ja, okay. Also wir haben die Möglichkeit, uns entweder hier in dem Fluss umzusehen. Weil wir kommen sowohl hier nicht durch. Hier können wir nirgends durchgreifen. Hier gibt es auch nichts zum Anklicken. Nein. Da hätten wir auf jeden Fall wieder so ein Power Gym, die wir brauchen, um die Essenzen der Elemente zu bilden. Und hier wäre dieser nette Tempel der Schmerzen. Schrein der Schmerzen. Ob ich da jetzt wirklich schon rein will oder ob ich mich lieber im Wasser erstmal umgucken will. Ich glaube, ich gucke mich erstmal lieber im Wasser um. Finde einen Weg weiter. Ist da eine Leiter? Nein, ist keine Leiter. Okay, da ist eine Leiter. Schnell hoch. Okay, wir sind in einem völlig neuen Gebiet gelandet. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Deswegen geht es jetzt einfach wieder da unten rein und zurück. Und die Leiter suchen. Da ist nichts. Schnell wieder hoch. Und gleich wieder runterfallen. So. Okay, wir können uns noch da drüben auf der anderen Seite umsehen. Da sollten wir wieder die Leiter hochklettern. Und uns in dem Teil des Flusses noch umsehen. Das will ich als erstes machen irgendwie. Gucken, ob hier noch irgendwas verborgen liegt. So, da wäre schon mal ein Kraut. Da wäre ein zweiter Weg und ich weiß, hier sind irgendwo noch Schildkröten. Wow, hier ist eine Leiter. Hoch. Zu unserem ersten Power Gem. Tattered Cloak und Weed Gauntlets. Okay, die Weed Rüstung ist gerade ziemlich aufgeteilt übrigens. Ah, du kriegst den Tattered Cloak mal. Was ist eigentlich in der Kiste? Ah ja, ein Schlüssel und eine Fackel. Verstauen wir mal das Essen ein bisschen, so. Sind wir aufgeräumter. Schlüssel und Fackeln können mal zu ihr.
Dann kann sie die Kiste auch. Die Kisten sind übrigens viel größer geworden. Auch mal überschüssiges Zeug reinpacken. So. So, erster Power Gem. Was machen die denn? Protection Evasion. Zieh du die mal an. Obwohl. Na, die machen auch nicht viel. Doch, die machen ein bisschen mehr. So, dann ziehst du die an. Eigentlich würde ich fast schon sagen, sie kriegt auch den Kyras. Da er ja allgemein mehr Protection hat, braucht er weniger Evasion. So, wir haben die andere Seite dieser Sache hier gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass unten im Wasser ein Knopf irgendwo versteckt ist. In der Nähe von dem Gitter. Das hatten wir nämlich schon mal in der, auf der anderen Seite vom Wasser. Das Gitter wäre übrigens da drüben. Wow, aber uns geht der Sauerstoff aus, deswegen schnell die Leiter finden. Wow. Ja, wenigstens geht er auch wieder schnell hoch. So, da habe ich doch eine Schildkröte irgendwo gesehen. Und wir können unter Wasser gar nicht kämpfen, fällt mir gerade so auf. Die aber schon. Okay. Das heißt, unter Wasser sind wir schon mal frei wild. Und hier ist nirgendwo ein Hebel. Au. Schnell hoch. Und dann würde ich sagen, solange es hier ruhig ist. Examstock. Kannst du gleich mal essen. Und wow, sehr viele neue Pflanzen. Wer braucht Nahrung? Du bist ziemlich voll, du bist ziemlich voll. Du könntest was dann vertragen. So, dann rasten wir hier mal kurz. Wenigstens scheint das Rasten auch ein bisschen schneller zu gehen. Also das Heilen während dem Rasten. So, dann haben wir noch das Gebiet hier, was wir erkunden können. Und dann... Oh, ich gehe erstmal hier oben lang. Und guck mal, ob es da noch weitergeht. Da geht es auf jeden Fall in den Fluss rein. In eine Sackgasse. Hier sollten wir uns auf jeden Fall nicht von der Schildkröte reintreiben lassen. Wow. Sonne geht auf und wir nehmen Schaden. Leiter ist hier. Wow. Okay. Dann bleibt nur noch das Fitzelchen da drüben übrig. Und dann haben wir absolut nichts mehr, was wir erkunden können. Also ja, da wäre noch ein blauer Stein, aber an den kommen wir ja nicht ran. Und ja, hier habe ich irgendwo genau den Schalter gefunden. Der macht irgendwas auf oder zu. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Hier unter Wasser. Gut, einmal nach oben bitte. Ja. Gut, wir haben uns da umgeguckt, unter Wasser. Da waren nur ein paar Weeds und der Weg weiter. Und dann hätten wir jetzt den Tempel des Schmerzes. Okay, das ist ein ganz schönes Rätsel. Wow. Wow, wow, wow. Da habe ich mich jetzt verdrückt. Aber das ging ja nochmal glimpflich aus. Okay, ich muss wohl den Dingern folgen. In eine Sackgasse, nein. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Schnell durch. Aua. Und Game over. Nein. Okay, neu laden.
Ja. So schnell kann man sterben. Deswegen geht es jetzt erstmal wieder hier zurück. Wieder zu der Stelle und dann müssen wir uns da noch mal genauer umgucken, hä? Ob da dieses Force Field helfen könnte, was wir mit zwei Konzentration kriegen. Also ja, ich versuche jetzt noch mal mich in diesem Tempel, in diesem Schrein des Schmerzes genauer umzusehen. Also da drüben. Hier geht's lang. Die Schildkröte im Wasser können wir leider nicht bekämpfen. Dafür bräuchten wir Unterwasseratmung oder sowas. Hier ging's ja auch nirgends lang, hatten wir gesagt. Hier ist einfach bloß eine Echse am Stock. Wow. Also ja, wir warten mal kurz, bis es wieder vorbeikommt und dann gucken wir kurz hier durch. Wow. Aua, also das macht auf jeden Fall Aua. Nicht, wenn wir reinlaufen, nur wenn die Zacken von oben kommen. Aber der Wand scheint nichts zu sein. Au. Hier ist aber auch nichts. Wow, 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 wow. Also ja, der Weg da sieht zu aus. Der Weg sieht definitiv geschlossen aus. So, legen wir mal kurz das Ding zur Seite und schlafen. Du kriegst was zu essen. Schlafen wir weiter. So, da gucken wir mal kurz durch. Sieht alles gut aus. Fackel brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Es ist Tag. Ach ja, die Wurzeln. So, so, so. Du kannst doch mal das essen. Du bräuchtest noch was zu essen. Dann gibst du hier mal das hier. Das Essen bewahren wir auf. Hier kommen die Fackeln rein. So, du isst das. Da kannst du noch deine Tränke einsortieren. Und die Pfeile und den Kompass, damit wir Platz haben. So, also Schrein des Schmerzes abgehackt. Nächster Schritt ist, wir wollen uns nochmal das Wasser angucken. Ah, na, so aber nicht. Schnell wieder hoch. Hier schwimmen jetzt tagsüber ja noch mehr Schildkröten als in der Nacht. Ah. Und ja, ich glaube, ich töte mich gerade, wenn ich mich von Schildkröten hier irgendwo einkeilen lasse. So wie der da. Geh von dem Ding weg. Genau, danke. Also ja, in der Nacht war das mit den Schildkröten nicht so schlimm wie jetzt. Genau, ich will da drüben ins Wasser, bitte. Hier das Reed aufsammeln und Crossbow-Bolzen aufsammeln. Okay, mich besser umgucken auf jeden Fall da unten. So, Tattered Cloak und Handschuhe. Cloak kriegst du. Die Machete kann man da rein übrigens. Bolzen sind Munition, können zu ihr. Ja. So, das Schließen. Handschuhe, dann machen wir wieder das Wechsel-Spiel. Dass sie etwas mehr Evasion kriegt, weil ja, hat die Protection. Oder so ähnlich. So, der Stein.
kommt mit. Und ja, die ganzen Fackeln können da mal raus zu ihr in ihre Kiste. Dann haben wir hier nämlich für Quest-Sachen ein bisschen mehr Platz.